Hallo Leute, wir sind wieder zurück und wir haben nicht rausgekriegt, wie man das hier öffnet. Ich glaube, das machen wir mal anders mal. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter, wo wir letztens aufgehört haben. So, hier könnten wir weitergehen. Aber ich... Ah nee, das hat... Das ist mir hergekommen. Stimmt. Moment. Wir laufen gerade im Kreis. Lass mal kurz die Map angucken. So. Wir haben ja verschiedene Teleportpunkte. Hier müssen wir hin. Ich würde sagen, wir bringen erstmal die Geisterpostlieferung zurück. Zu weit vom Warpschrein entfernt. Ach so. Husus Haus ist doch ein Warpschrein. Das heißt, man kann sich auch nur teleportieren, wenn man gerade in der Nähe von einem Warpstein ist. Aber Moment mal. Wir haben hier aber noch was zu finden. Und zwar... eine Statue. Oh, warte mal. Das können wir auch noch machen. Bam. Bam. Und bam. Hä? Das ist keine Prüfung. Sieht nicht so aus, ne? Das ist keine Prüfung. Schade. Ich dachte, das wäre eine weitere Prüfung. Nun gut. Aber ich würde gerne noch die Eulenstatue finden. Oder wir gucken uns das hier an, weil das scheint mir auch so, als ob das hier ein Rätsel ist. Viele kleine Rätsel. Viele Dinge zum kaputt machen. Oh, was ist das? Scheint noch nicht zu funktionieren. Ich schätze mal, wir müssen das jetzt sowieso erstmal kaputt machen. So. Ein Eingang. Lass uns den mal erkunden. Mhm. Oh, nice. Perfekt. Hey, kann man runterrutschen? Das heißt, wir können irgendwo hoch. Hier zum Beispiel. Oh. Ah, I see. Ich das jetzt aktiviere. Mhm. Können wir hier rüber? Kommen wir denn hier hin? Erstmal will ich das abschießen. Jetzt kommen wir hier hoch. Gibt es hier oben irgendwas Cooles? Ey, eine Kiste, yes! Zieht das Spiel für Leistung? Kommt drauf an, wie du es einstellst. Auf der PlayStation 5 solltest du aber keine Probleme haben. Ich glaube, es ist in Ordnung. Je nachdem, wie man es halt spielt. 1080p, 2K, 4K. Gibt es hier noch was Interessantes? Ah, da kommen wir wieder zurück. Kann man diese Pilze abschießen? Nee. Auf die Brücke und hoch. Ah. Warte mal. Passt das, wenn ich da drauf schieße, dass ich rüberkomme? Wow. Ah, okay. I see. Quicktime Events. So ähnlich zumindest. Money! Oh! Eine Feder. Ist das ein Hut? Ich glaube, das ist ein neuer Hut. Oh. Wie süß will man sein? Die Rots sagen ja. Die Rottnasen. Ach so, wenn man hier abstürzt, dann kommt man dahin, wo ich vorhin war. I see. Ich bin mal gespannt. Und wenn ich hier so sprinte. Und den mache. Ob ich da wieder rüberkomme. Tatsache. Und Daily Gamer, auch dir ein herzliches Hallöchen. So, jetzt wollten wir aber eigentlich die Eule finden und haben sie nicht gefunden. Na, die Eule will ich noch finden. Die finden wir schon noch. Es gibt keinen Fallschaden, zum Glück. Oh, Pilze. Mushroom Dance. Oh, noch eine Kiste, die wir übersehen haben. Aber wo ist die Eule? Hier muss eine Eule hin. Die kann doch nicht weit weg sein, oder? Warte mal. Kann ich, wenn ich mich auf die Eule stelle und die Maske anziehe, die Eule von hier aus sehen?
Das ist nur unser normales Ziel, ne? Das ist nicht die Eule. Ich weiß immer noch nicht, wie man das aufmacht. Muss man hier einfach etwas drehen? Ne, oder? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Oh, ist die Eule hier irgendwie versteckt? Man ist auch umgefallen, aber man kann es nicht hochmachen. Schade. Ist das? Ah, das ist die Eule. Wir haben sie gefunden. Ups. Hier hin. Schneller. Hier hin. Go, 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 go. Und hier drauf. Yes. Hey, 190 haben wir jetzt schon zusammen. Sehr cool. So, hier sind wir dem letzten lang gegangen. Ich werde mich erstmal zurückwarpen ins Dorf. Warp. Weil dort Geisterpost auf uns wartet. Moin, End Warrior. Herzlich willkommen. Ach, warte mal, kann ich das abschießen? Gibt es Punkte? Nö, okay, schade. aber wo ist die Geisterpost? Wo muss die hin? Rechts rum. Auf zur Geisterpost. Hier nicht. Dann hier links, glaube ich, ne? Das sieht aus wie das Haus. Geisterpostlieferung. Incoming. Ey, Deutscher Forst, Dankeschön für den Sub. Küsse gehen raus, du geile Schnecke. Aha. Drüben hat sich auch was geändert. Das da, was ist das denn? Hinkt aber nichts abzuschießen. Aber warum leuchtet das blau? Hm, interessant. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Gucken, dass wir das kaputt machen können. Was ist da? Hm. Oh, er bedankt sich. Kein Problem. Gibt es Rotz als Kuscheltiere? Ich hoffe es. Wäre voll cool. No. Natürlich. Wenn ich merke, dass eine Cutscene ist, mache ich meine Cam weg und ist schon vorbei. Nice. Money. Gibt es kein Rott hier? Als ob ich hier keinen Rott freigeschaltet habe. Doch, bestimmt im Garten oder so. Lass mal sehen. Das nehmen wir noch mit. Flup. Was kann das hier? Was brauche ich das denn? Oh, doch, ein Rott. Ha. Das hat sich doch gelohnt. Hallo. Yay. Wir brauchen voll viele, ne? 35 das nächste Level. Hey, Marienkäfer. So, also ins Wasser sollten wir nicht springen. Oh. Ey, wieso geht das nicht? Das ist doch... Oh, denkt ihr, ich komme von hier aus dorthin? Oh, bestimmt, oder? Warte mal, hier im Haus haben wir nichts Neues mehr. Ich glaube, da haben wir alles rausgeholt, was wir können. Ich bin mal gespannt, ob ich von hier aus rüberkomme. Aber ich glaube es irgendwie... Warte mal. Nee, ist noch zu. Hm, ist noch verdorben. Aber ich glaube, ich komme von hier aus darüber, wenn ich den Trick hier anwende. Oh, so knapp. Doch, das geht. Ich glaube, das geht. Ich muss noch früher anfangen, den doppelten zweiten Sprung zu machen. Ah. Denkt ihr, das geht? Bin nicht so sicher jetzt gerade mehr. Es geht. Oh mein Gott. Ich bin Genius. So. Ist nur die Frage, wie komme ich wieder runter? Weil darüber, das schaffe ich glaube ich nicht, oder doch? Upsi. Ah, ich bin wieder hier oben. Okay, nevermind, alles gut. Alles easy peasy. Schön. So, aber hier können wir jetzt leider nichts mehr machen, glaube ich. Gut, dann gehen wir dahin, wo wir hin müssen. Und zwar hier hoch. Das ist schon auf dem richtigen Weg. Aber ich gehe, glaube ich, mich einfach lieber teleportieren. Von hier aus. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Das ist Haus gewesen.
Hier hätten wir auch durchgehen können. Aber wir müssen hier hin. Ja, gut. Kann ich einfach hier so... Nein, mit zwei weg vom Schrein. Okay. Auf zum Warpschrein. Da drüben ist er. So, let's warp. Ja, da müssen wir voll weit laufen. Ich glaube, von hier aus ist tatsächlich der beste Weg. Ja. Da, da, da. Ich hab ganz schön viel HP, ne? Rückwärts gegangen. Oh. Könnt euch. Oh, ich glaube, wir können uns den Schuss leisten, ne? Upgrades. Das ist auf Rot Level 3 erst. Aber wir könnten hier. Ja. Oh, das ist nice. Ja, ich kann nochmal vorlesen. Drücke R, während du deinen Bogen spannst, um einen Rottpfeil zu erzeugen. Kenas Bogen feuert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohrt. Oh ja, das sieht echt gut aus. Den nehmen wir mit. Oder, was haben wir noch so? Ah, hier haben wir noch Schild Plus. Oh, die Stärke von Kenas Schild erhöht sich. Das ist auch nice. Ich glaube, wir müssen zuerst das Schild mitnehmen. Ja, komm, nehmen wir uns jetzt das Schild mit. So. So hat das mehr Leistung. So, sind wir noch richtig? Ja. Wir müssen dann irgendwann links. Oh, alles verdorben. Aber mit unserem Pfeil und Bogen müssen wir jetzt weiterkommen, ne? Ist das schneller? Es kann sein, dass das ja viel schneller ist beim Laufen. Das sieht echt mies aus. Bin ich auch richtig? Yep. Oh, was ist denn hier los? Ah, es leuchtet jetzt. Ich kann interagieren. Sammle alle drei Relikte. Okay. Eins haben wir schon. Dann auf zum nächsten. Bam. So, jetzt können wir die Teile hier tatsächlich aktivieren. Perfekt. Und die Tür geht auf. Ich will aber kurz nochmal gucken, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Nee, ich glaube nicht. Obwohl, das kann man noch abschießen. Zack. Mann. Okay. Dann auf in die nächste Passage. Vergessener Wald. Oh, Cutscene. The true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the Guardian Tree. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Okay, Taros Liebe, bau die alte Schreine wieder auf, um den Wächterbaum zu öffnen. Okay, wir probieren unser Bestes. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Hey, was gibt's denn da Schönes? Pick it up. Yay, Erfahrungspunkte. Gib, gib. 15. Geht's hier hoch? Es ist so dunkel, ne? Sieht gar nichts. Warte mal. Apropos. Kann ich das hier machen? Nö. Auf jeden Fall haben wir wieder einen Warp-Point. Oh, Bären. Flup. Get him. Werdet stärker, meine Lieben. Ich bin schon alles aufgefuttert. Ihr Wissbegierigen. Oh, voll schöne Lichtung hier. Im Wasser. Oh, was ist das? Ist einfach nur eine Lampe. Okay. Ey, da oben gibt's was zum kaputt machen. Und hier gibt's Truhen. Oh ja. Die sind so cute. Okay, weiter geht's. Ist das schon abgeschossen? Ich glaube schon, ne? Ja. Es sieht nach einem Fight aus. Let's fight. Oh, ich will das auch probieren mit dem R.
Boah, schön, wie viel Damage der kriegt. Aber die sind nervig. So, ich würde mal einen Fall ausprobieren. Wow! Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Stimmt. Stimmt, hab recht. Wow! Au! Oh, kommt der mit dem Schild auch noch an? Ja, ist gut, dass ich ein großes Schild habe, aber ich bin fast tot. Oh. Nice. Schöne Schwachstelle getroffen. Ich habe das dumpfe Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Könnte ich ein bisschen Energy haben. Dankeschön. Irgendwas. Ach, da oben sind noch mehr Gegner. Die Musik ist ganz schön laut gerade, ne? Spannung. Zwischen die Augen. Experience. Oh, das ist ja cool. Das ist gut zu wissen. Ah, nix da. Das ist sichtlich schlecht. Ups. Ich wusste nicht, dass es da runter... Autsch! Ah, deswegen. Huiuiui. So, das ist schon mal hinüber. Gut, auch getroffen in die Mitte. Nice. Got him. Hey! Kurskeks. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir auch. So, kann man die abschießen? Für Experience? Nee, ne? Gut, aber das können wir jetzt erstmal hier freilegen. So, jetzt haben wir die Ebene erstmal ein bisschen befreit. Das wird's einschreien, oder? Wir sollen ja so viele Schreine wie möglich wieder freisetzen. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Gut. Nice. Ach, da oben leuchtet auch wieder was. Gut. So, hier kommen wir darüber. Bringt es uns was, wenn wir darüber gehen? Da würde ich auch noch gerne rüber gehen. Warum leuchtet das? Sie sehen aus wie Fußspuren, die da wegführen, ne? Aber wo führen die hin? Es leuchtet, aber warum leuchtet es? Oh! Oh, wie cool! Das ist so eine Zwischenaufgabe. Ein Rott bekommt. Einsammeln. Mitgenommen. Sind Soundalerts aus? Ja, wegen YouTube-Aufnahmen. Das kommt auf YouTube später. So, dann können wir auch hier direkt zu der Truhe. Perfekt. Oh, wie cool. Es ist Taros Maske für... Maske der Geschwister. Neuer Rothut. Oh. Das ist echt verdammt cute. So. Ah, ich... kann anscheinend... nicht aus dem Wasser herausspringen. Oh ja, das ist schön. Oh ja, ist das super. Erinnert mich an The Wind Waker Speedrun. Okay. Das war auch eine Erfahrung wert, ne? Komme ich von hier aus wieder da hoch? Mit dem Bug? Ja, anscheinend nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Nun gut. Wo gehen wir hin? Er muss wieder außen rumlaufen, ne? Oh, nee, sag mir das doch nicht. Nee, muss nicht. Okay. Perfekt. So, darüber will ich noch. Ah, da hinten ist auch
wo wir unsere Rot nochmal neu ausrüsten können. Und von hier aus komme ich auch wieder hoch. Okay, aber ich will erstmal darüber. Ach, geil. Hey, der Wagen freigeschaltet. So, rüsten wir den mal noch aus. Wir haben neue Sachen bekommen. Ey, eins fehlt. Das haben wir übersehen. Rustusmaske und... Ah, oh, wir kosten 500 pro Stück. Nehmen wir mal mit. So. Rüsten wir direkt mal aus. Was ist denn schon ausgerüstet? Vogelnest. Zack. Einfach viel Rott jetzt mittlerweile. 21, glaube ich, ne? Hm, cool. Nachdem wir unseren Stylisten jetzt gerade beauftragt haben, unseren Rotz neue Sachen herzustellen und aufzusetzen, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann wahrscheinlich morgen. Also vergesst nicht zu abonnieren und geht auch gerne mal auf Twitch rüber, wenn ihr das Ganze live sehen möchtet. Und damit verabschiede ich mich. Also haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.